Hey, there's camera, there's camera. I'm famous, famous now. Moin Leute, ich grüße euch, ich bin Taco, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zu einem, ja, wahrscheinlich kleinen Lost Place Vlog mit Stargast, der ist gerade schon hinter mir lang geflitzt, und zwar der Leon von Leon TV. Hallo. Und der Berghand, der Praktikant, ist auch mit dabei. Ja Leute, wir haben hier letzte Nacht schon in einem Lost Place gepennt, wo ich auch schon mal geschlafen habe, und zwar mit dem Robin von Urbex Adventure. Das war der Horror-Overnight im Sanatorium. Da seht ihr noch die dicken Säcke, meinen besonders dicken Sack. Ja, heute gibt es noch einen zweiten Overnight. Wir checken jetzt hier ein Kulturzentrum aus. Ein sehr großes Gebäude hier mitten im Ort. Und danach fahren wir auch direkt weiter zur nächsten Location. Seid gespannt, was wir erleben und entdecken werden, Leute. Let's go! Ja Leute, wir sind hier mitten im Ort. Ihr seht es hier draußen, da ist gerade die Straßenbahn vorbeigefahren. Die Autos fahren hier vorbei, Leute gehen lang. Also wirklich hier direkt mitten im Ort. Das ist ein großes Kulturzentrum. Also ich denke mal so für Veranstaltungen, vielleicht auch Konzerte oder so. Hier vorne ist sowas wie eine Rezeption. Hier ist eine große Treppe, da ist, denke ich mal, unten direkt der Haupteingang gewesen. Den gucken wir uns gleich noch an. Hat ziemlich runtergerockt halt, alles voll mit Graffitis und ja, auch alles ziemlich zerkloppt. Aber wir schauen mal, ja, was wir hier noch entdecken. Hier ist so ein großer Saal, wahrscheinlich echt für so Konzerte und Veranstaltungen. Wir haben hier direkt oben drüber noch so eine, ja, so einen Balkon. Und ich denke mal, da drüben war dann so die Bar, wo man sich Getränke holen konnte. Schauen wir uns mal an. Leon und Berghand sind schon da oben auf der Bühne. Und wir gucken mal hier hinten hinter. Ah, da stehen sogar noch Schilder. Alkoholfreie Getränke, 0,3, 2 Euro. Vorne ist noch mal so wie so ein großer Sitzbereich und noch eine Bar. Die ist auf der anderen Seite sozusagen von dem großen Saal. Konnte man dann wahrscheinlich auch hier sitzen, sich Getränke holen. Ich kann mir das schon vorstellen. Hier gingen bestimmt richtig gute Partys damals ab. Wenn man sich hier diesen ganzen Bereich anschaut, hier war bestimmt Menschenmengen drin. Wurde ordentlich Alkohol konsumiert, gute Musik lief hier. Ja, viele junge Leute am Start, die hier am Wochenende wahrscheinlich echt die Zeit ihres Lebens
erlebt haben. Ja, Leute, hier liegen sogar noch so, ja, wie so Flyer oder sowas oder Tickets. Silvesterparty 2000. Einlass 19 Uhr. Also 2000 wurde hier auf jeden Fall noch ordentlich Silvester gefeiert. Ich denke mal, dass hier hinten halt auch so Verwaltungsräume waren, wo dann die Buchhaltung gemacht wurde oder sich die Mitarbeiter in den Pausen aufgehalten haben. Hier hat es auf jeden Fall auch schon mal gebrannt. Hier hinten konnten sich vielleicht auch dann die DJs oder die Bands oder sowas aufhalten, so wie so ein Backstage-Bereich, weil hier geht es halt diese zwei Treppen hoch, einmal hier und einmal da drüben. Und dann kommt man hier von hinten auf die Bühne, genau. Und hier ist man dann direkt auf der Bühne, da oben sieht man sogar noch Teile der Beleuchtungstechnik. Ja, keine Ahnung, wo die beiden hin sind, bei denen muss man halt auch immer aufpassen, dass die einen gleich erschrecken und hier aus irgendeiner Ecke springen. Ah, hier geht's runter in den Keller scheinbar. Da sind die beiden bestimmt auch hin. Ey, ihr beiden Halunken. Wo versteckt ihr euch? In welcher Ecke? Zutritt verboten. Boah, was ist das denn? Das hier ist 100 Pro so ein großer Aufzug, so ein großes Hydrauliksystem, womit man die komplette Bühne hochfahren konnte, um dann irgendwelche großen Requisiten oder auch vielleicht die ganze Band auf einmal einfach so aus dem Boden zu fahren, dass die auf der Bühne auftauchen. Ihr seht es da oben, das ist alles hier komplett so mit Stahlträgern, da ist Holz oben drauf und man konnte hundertprozentig dieses ganze System hier runterfahren, hier unten beladen und dann halt wieder hochfahren. Boah, das ist echt mega nice, ey. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wir dringen weiter vor hier in den dunklen Keller. Hier müssen irgendwo die beiden Typen rumlauern. Hallo, hallo? Ey, Halunken. Ja, hier ist auf jeden Fall ein riesiger Heizkeller. Die ganze Belüftungstechnik und Heiztechnik hier unten. Jo. Ja, ich dachte schon, ihr wollt mich irgendwo pranken. Ja, wir haben uns echt verlaufen. Wir haben uns echt verlaufen hier im Keller. Ne? Echt, was gibt's denn da hinten noch? Oh, das ist cool. Ja, das ist schon interessant. Also da ist noch so eine Lounge komplett mit einer Bar und Gemälde. Das ist wahrscheinlich dann für Backstage-Area, so ein Privat-Area. Wie so ein extra Clubbereich irgendwie wahrscheinlich, ne? Ja, hier bist du ja reingekommen. Da hinten bist genau. Hier ist dann erstmal den Jacken. Genau. Also Leute, ich zeige euch das noch mal kurz hier. Hier unten ist der Haupteingang. Hier sind ganz viele Türen, überall außen rum. Da geht es die Treppe hoch, wo wir oben schon waren, bei dieser Rezeption oder bei dieser Bar oder was auch immer das war. Da hinten ist auch noch mal sowas wie eine Rezeption und eine Garderobe. Und die beiden haben hier gerade was entdeckt. Genau, hier steht es auch oben drüber, Karten, Vorverkauf und Kasse. Und hier ist auch noch mal sowas wie Garderobe. Ne? Ihr seht hier diese ganzen Schränke, wo auch Garderobe dran steht. Und hier sind auch noch irgendwelche Konzertposter und sowas liegen hier auch noch rum. Ah, krass. Hier ist noch mal so eine komplette Bar hier unten im Keller. Alles mit Holz verkleidet hier. Also Leon hat hier gerade einen recht neuen Rucksack gefunden. Da liegt eine Menge Klamotten daneben. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das irgendwie Diebesgut ist, ne? Dass den irgendwer geklaut hat und hier in Ruhe den durchsucht hat, um irgendwie Wertsachen da drin zu finden und den dann einfach hat hier liegen lassen. Ne? Mhm, kann gut sein, ja, aber sind nur Amtssachen drin tatsächlich. Wir sind jetzt hier vorne wieder in diesem Haupteingangsbereich. Da seht ihr nochmal die Garderobe. Und es geht hier irgendwo noch eine Treppe weiter hoch. Genau, Berkant und Leon sind schon da. Leute, hier geht's aufs Vordach. Krass.
Ja, Leute, richtig geiles Wetter, ey. Der Frühling kommt. Richtig schön, ey. So, Leute, das war's von hier. Wir fahren jetzt weiter zur nächsten Location. Checkt auf jeden Fall nochmal bei Leon aus, den Kanal. Ihr könnt euch das Video auch nochmal bei ihm anschauen, aus seiner Perspektive, wenn ihr Bock habt. Und ja, wir sehen uns gleich bei der nächsten Location wieder. Hier gibt es jetzt erstmal eine schöne Dose Grünkohl. Ich glaube, das brennt hier schon an. Muss mal ein bisschen rühren. Ja, schauen wir mal, was das gute Zeug kann hier. Irgendwie mal Bock drauf gehabt. Sieht ein bisschen eklig aus, wie schon mal gegessen oder so. Wie gesagt, letzte Nacht im Sanatorium geschlafen, wo ich mit Robin schon mal war. War diesmal aber richtig, richtig kalt. Wir haben richtig gefroren. Und heute wollen wir in einem Ferienlager schlafen. Ich hoffe, da können wir in irgendeinem Bett schlafen. Also mit Schlafsack und so im Bett. So, und jetzt gibt es hier Grünkohl, wie beim Mutti. Aus der Dose. Mein erstes Mal. Rein da. Also Mama, ich will sofort dein Grünkohl. Das ist ja mal, ja, semi-geil. Naja, wir essen jetzt erstmal auf hier unseren Schnodder und dann sehen wir uns gleich auf dem Weg zur Location wieder. So, wir haben uns jetzt doch überlegt, nicht zu dieser Location hier durch den Wald zu laufen, weil wir eine halbe Stunde dahin laufen würden, also eine Stunde Fußweg, dafür, dass es dann wahrscheinlich entweder komplett zu ist, komplett leer oder eine Ruine ist. Meine Lost Place Erfahrungen sagen mir auf jeden Fall, wir sollten das jetzt nicht riskieren, hier eine Stunde zu verschwenden. Deswegen werden wir jetzt was einkaufen gehen wahrscheinlich und dann zu einer anderen Location fahren. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Jo Leute, in der nächsten Location angekommen. Ein großes, richtig abgerocktes Bürogebäude. Hier liegen auf jeden Fall noch eine Menge Unterlagen rum. Und ich habe gehört, es soll hier einen Luftschutzbunker im Keller geben. Und man soll vielleicht sogar noch aufs Dach kommen. Hier auch die Drohne dabei. Let's go. Also hier sind ganz viele Flugtickets. Guckt euch das mal an von der Lufthansa. Flugtickets. Hier liegt halt einfach auch übelst viel Papierkram rum, so, ne? Ja, wurde aber schon teilweise assoziiert, ne? Leider. Aber ganz viele Boardingpässe. Warum auch immer. Ja, das scheint hier irgendwie so ein großer Serverraum gewesen zu sein. Ich glaube, hier waren ganz viele. Ja. Obwohl, nee, vielleicht ist das auch irgendwie für Funk oder sowas. Oder Telefonleitungen, Telefonzentrale. Leute, wenn ihr einen Plan habt, was das hier mal gewesen sein könnte, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich dachte gerade erstmal, ja, aber es ist halt auch vielleicht so Telefonkram, irgendwie Telefonleitungen oder sowas. Oder Funk. Okay. Je nachdem, was das für eine Art von Bürogebäude war. Hier liegen auch überall so Telefone rum und so, ne? Da haben ja auch den ganzen Grundriss und Zeichnung auch mit einer Metallbaufirma. Ja. Mit Planung von irgendwelchen architekturischen Sachen und so. Ja, es macht echt den Anschein, als wenn hier irgendwie mehrere Firmen ihren Sitz gehabt hätten. Weil wir haben hier so viele verschiedene Sachen gefunden. Einmal irgendwie so Sicherheitsfirma, dann sehen wir hier irgendwas mit irgendwelchen LKWs, ganz viele Unterlagen. Also ich glaube, das Hauptding ist diese Metallfirma auf jeden Fall. Genau, irgendwas mit Metallbau. Ich habe mehrere Sachen mitgewählt beim Bau. Ich habe zum Beispiel vorne einen Ordner gefunden,
von einem Freizeitpark zwischen zwei Autobahnen und sonstiges. Ich denke mal, da haben die halt beim Bau irgendwie mitgewirkt. Da waren dann auch wieder ganz viele Informationen über den Ort drin und bla bla bla. Ja, okay. Ja, interessant. Ja, wir sind hier halt auch direkt auf einem riesen Industriegelände, wo auch überall noch Betrieb ist. Ich glaube, das Gebäude da drüben ist aber auch lost. Ja, wir schauen uns das vielleicht gleich nochmal an, aber da ist jetzt auch gerade ein LKW lang gefahren. Hier ist auf jeden Fall gut Betrieb. Ich habe hier einen Kalender gefunden, der ist von 1995. Ja, so wie das hier aussieht, könnte ich mir auch schon vorstellen, dass 1995 hier die letzten Arbeiten durchgeführt wurden. Wir sind jetzt hier so eine Leiter hochgeklettert und zieht euch mal die Aussicht rein hier über die ganze Ortschaft. Jetzt geht's hier in den Keller runter. Ich bin mal gespannt, ob hier wirklich ein Luftschutzbunker ist. Ja, ne? Da ist auf jeden Fall schon mal eine fette Bunkertür. Ein Ausländer raus steht auf der Bunkertür. Genau, ich darf nicht rein. Ja, ich darf nicht. Ja, ich darf hier nirgendwo rein. Boah, sind das fette Türen, Leute. Ach, du Scheiße. Junge. Boah, hier riecht's richtig verbrannt irgendwie. Es hat auf jeden Fall mal ordentlich gekokelt hier. Und hier sieht man noch, Alter, das ist bestimmt ein halber Meter Aktenkram, ey. Oh, hier hat's gekokelt, ja Mann, ja. Der Raum hier, komplett schwarz. Und da ist noch so vom Belüftungssystem. Hier wurde das ganze Ding mit belüftet irgendwie. Im Keller war wahrscheinlich auch so ein fettes Archiv, ne? Ja. Und hier haben irgendwelche Vandalen alles komplett auseinandergepflückt. Komplett Alter. Unnötig. Boah, guckt euch diesen Aktenberg an. Locker einen Meter hoch, irgendwelche Akten. Und alles angeschmort. Ich weiß nicht, wo es da lang geht oder ob es da überhaupt lang geht. Geil, also ich kann mich da schon easy einmal reinquetschen, einmal gucken. Willst du einmal gucken gehen? Soll ich jetzt gucken? Genau. Mach den Leon. Also Bergmann hat sich jetzt bereit erklärt, runterzusteigen und zu gucken, wo es da hingeht. Ehrlich, solche Krankenaufgaben übernimmt er immer, muss ich wirklich auch zugeben. Ne? Das ja, ist echt Respekt, krass. Ja, Respekt. Stehst du schon? Ne, jetzt. Ah, ja. Geht's nicht weiter? Ja, nee. War wahrscheinlich einfach nur für irgendwie Versorgungsschächte oder so, ne? Also, ja, da geht's wohl doch nicht großartig weiter da unten. Ja. Jo Leute, wir sind wieder raus aus dem Keller. Mega krass, dass so ein großes Bürogebäude so einen riesigen Luftschutzbunker hat, was aber wohl mehr als Archiv genutzt wurde. Wir starten jetzt auf jeden Fall zur nächsten Location, wo wir dann wahrscheinlich auch übernachten werden. Ein weiteres Ferienlager. Ich bin mal gespannt, wie es da aussieht, wie das heute Nacht wird. Wir werden es sehen. Meine Lieben, wir sind jetzt hier am Ferienlager angekommen, beziehungsweise gerade auf dem Weg dahin, mitten im Nirgendwo mal wieder. Ja, wir schauen jetzt erstmal nur mit GoPro, ohne unsere dicken Säcke, ob das überhaupt was ist hier für ein Overnight. Ja, ihr seht es hinter uns, die Sonne steht schon relativ tief und da vor uns tauchen jetzt diese bunten Ferienhäuser auf.
siehst. Ja, aber auch schon gut zerkloppt. Ja. Weiß nicht, warum sowas immer sein muss. Wir haben jetzt hier ein paar Optionen gefunden, wo wir auf jeden Fall pennen könnten. Wir schauen jetzt noch mal kurz um die anderen Gebäude rum, um sicher zu gehen, dass wir hier alleine sind. Dann holen wir unsere Overnight-Säcke und werden dann uns hier irgendwo einen Schlafplatz suchen. Die Rucksäcke sind auf. Die Sonne geht gleich unter. Das Ding ist, da hat gerade ein Auto geparkt. Da sind irgendwie drei jüngere Leute ausgestiegen mit einem Hund dabei. Die sind jetzt auch auf das Gelände gegangen. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass die sich das auch einfach nur angucken wollen und uns jetzt nicht irgendwie behindern in unseren Plänen. Wir werden es gleich sehen, ey. Bleibt dran, Leute. Das lief doch reibungslos, ne? Ich habe leider zu spät die Aufnahmetaste gedrückt. Ja. Gucken wir mal. Tiefer. Scheiße. So, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, hier sind noch andere Leute auf dem Gelände. Aber die wollen sich das hier auf jeden Fall auch nur angucken. Wir haben gerade schon kurz Kontakt aufgenommen. Wir werden jetzt erstmal noch ein paar Drohnenshots machen, hier außen ein paar schöne Aufnahmen machen vom Gelände. Und dann safen wir uns gleich unseren Schlafplatz. Wird erstmal hier was Feines gespeist in unserer schönen Unterkunft hier. Wird erstmal der Gaskocher aufgebaut, hauen uns hier ein bisschen Thunfischsalat rein. Die ein oder andere 5-Minuten-Terrine wird warm gemacht. Und dann erkunden wir das Ganze hier auch nochmal im Dunkeln. Ich zeige euch nochmal kurz den ganzen Raum hier. Ah, ist halt wirklich, wie Leon eben schon gesagt hat, so eine gratis Ferienwohnung hier, ne? Also echt nice. Wir haben hier unsere Betten in den Ecken. Haben wir unseren Tisch in der Mitte. Jo Leute, jetzt wird gegessen und dann sehen wir uns gleich wieder zur Erkundung. Ich will nicht einfach stehen lassen. Dann machen wir uns nochmal vom Pen oder so, weißt du? Ich habe hier übrigens den MSR Pocket Rocket 2, wenn ihr da Bock drauf habt. Der bringt das Wasser in so einem kleinen Topf hier auf jeden Fall innerhalb von 1-2 Minuten zum Kochen. Mega schnell, gerade für Wanderungen oder so, mega geil. Checkt auf jeden Fall mal unten die Videobeschreibung aus, da ist der Affiliate-Link. Da könnt ihr den bestellen, da habe ich auch noch ein bisschen was von, ohne dass ihr Mehrpreis habt. Meine andere Ausrüstung, so wie jetzt vielleicht meine Cappy, meine Klamotten teilweise, meine Handschuhe, Taschenlampe oder auch mein Overnight-Equipment wie Schlafsack und so weiter. Alles unten in der Beschreibung verlinkt. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Damit unterstützt ihr mich natürlich auch. Das ist schon unheimlich, ne? Ja, schon ein bisschen. Oh mein Gott, guck mal da hinten. Alter, Leute. So, ihr habt schon mitgekriegt, gerade Leon ist schon wieder voll in seinem Element. Wir gehen jetzt noch mal hier auf eine kleine Nachtwanderung, erkunden noch mal das Gelände ein bisschen und dann geht es natürlich auch bald ins Bettchen. Ich glaube, wir werden heute auch definitiv besser schlafen hier in diesen Betten, weil letzte Nacht haben wir ja in diesem Sanatorium auf dem kalten Boden gepennt. Das war auf jeden Fall sehr unangenehm. Let's go!
kaum ist die Sonne jetzt wieder untergegangen, wird es auf jeden Fall wieder kräftig kalt. Letzte Nacht hatten wir, glaube ich, minus 3 Grad. Da können wir heute auf jeden Fall auch wieder mit rechnen. Ja, große Heizungsanlage hier auf jeden Fall. Noch eine Menge Schrott hier gelagert. Da geht es sogar wieder hoch. Was? Nach draußen. Ja, dann gehen wir doch hier gleich wieder raus. Sollte sie das hier so rausgehen, dann sieht man so diesen Teddybär, der wirklich alles andere als schön aussieht. Ne? Ja, die Leute, die wir vorhin hier getroffen hatten, die haben uns erzählt, dass das hier bis 2016 wohl noch als Flüchtlingslager genutzt wurde. Und davor haben hier wohl auch viele Techno-Partys stattgefunden. Wir haben jetzt hier sogar noch was gefunden. Und zwar eine Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender. Entschuldigung. Ja, und hier ist auch ein Herr drauf, der aus Albanien hergekommen ist, wie das aussieht. Menge Klamotten rum und hier, ja, sieht es auch so aus, als hätte hier noch mal wer geschlafen. Liegen auf jeden Fall eine Menge Matratzen, aber mehr ist hier allgemein anscheinend nicht in diesen Gebäuden drin als irgendwie ein paar Sessel und Matratzen und ein paar Betten vielleicht und Regale. Hey Leute, ich habe hier gerade was gefunden, das erinnert mich übelst an meine Kindheit. Und zwar ist das hier irgendwie so ein Detektivheft oder zumindest, ja genau, Tiger-Team, Detektivausweis. Und du hattest dann da irgendwelche Rätsel in diesen Heften. Das ist aber gar nicht das hier. Da gab es ein richtiges Buch. Vielleicht liegt das hier auch noch irgendwo rum. Auf jeden Fall gab es dann hier so eine Karte. Und die konntest du dann in dem Rätsel auf so bestimmte Seiten halten. Und dann konntest du damit so die Rätsel lösen irgendwie. Geil. Ja, ich kenne sowas. Das ist cool. Ne? Das aber auch. Das Buch liegt hier, glaube ich, nicht mehr dazu rum. Was habt ihr da gefunden? Ja, schreibt es mal auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr sowas als Kind auch hattet. Oder vielleicht sogar noch habt, ey. Nachtwanderung beendet, wir sind wieder in unserem Schlafgemach angekommen. Ich mache mir jetzt noch einen warmen Teechen und dann freue ich mich schon gleich auf meinen warmen Schlafsack. Put my pants off now! Put them off! Let me please see. Don't watch me, you do it! Leute, please, ihr seht schon. Don't watch me. Don't watch me. Oh, please don't look at it. Hey, please don't look at it. Don't look. Ihr merkt schon, Leute, ihr macht sich richtig gute Laune breit. Wenn man das mal vergleicht mit letzter Nacht, ey, das ist so, das ist wie zu Hause hier eigentlich. Wie zu Hause. Ist noch ein bisschen kalt hier drin. Ja. Aber ich habe bei mir zu Hause auch um die Jahreszeit das Fenster auf Kipp. Also mein Bett ist direkt am Fenster. Also ist eigentlich wie zu Hause. Mega nice. Da laden noch die Akkus. Da ist mein Nachtlicht. Die Brille liegt hier. Mein Handy liegt hier nebenan. Falls es kalt wird, nehme ich mir hier noch so eine Decke, lege die über meinen Schlafsack drüber. So, ja, Leute. Ich sag mal gute Nacht. Wenn nachts irgendwas passieren sollte, was ich aber nicht glaube, seid ihr auf jeden Fall mit am Start. Ansonsten sehen wir uns morgen früh wieder. Gute Nacht. Guten Morgen! Super entspannte, warme, angenehme Nacht. Also es war wirklich der beste, entspannteste Overnight, Lost Place Overnight, den ich je hatte. Ich liege hier noch immer noch in meinem kuscheligen Schlafsack, ich will gar nicht aufstehen. Leon und Berkant da drüben, die richten sich schon langsam auf. Ja. Jo, es könnte noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis ich aus meinem Bett krabbel. Hey, sehr
Scammers, there's a camera. I'm famous now. Gibt's Kaffee, zweimal Cowboy-Kaffee, einmal für Kinder. Wenn Stefan das sehen würde, der würde, glaube ich, der kriegt eine Erektion. Ui. Leute, ich muss nochmal sagen, bester Lost Place Overnight, bestes Frühstück nach dem Lost Place Overnight, bestes Wetter und die besten Männer. Du auch, Mann. Gleich geht's weiter zu den nächsten Locations. Ganz schöne kleine Location, aber wie es aussieht, kein Reinkommen möglich. Schade, ich hätte gern mal kurz reingeguckt. Nicht zu viel versprochen, ne? Taco, wo führst du uns hin, ey? Leute, ich liebe diesen Raum hier, ne? Und ich würde hier gerne noch mal echt so gerne Overnight starten, aber es ist halt so baufällig, dieses Ding. Aber wenn du hier morgens aufwachst, mittlerweile sind leider auch schon wieder viel mehr Fenster kaputt gekloppt als letztes Mal. Wenn du morgens aufwachst, die Sonne aufgeht. Krass. So Leute, wir sind wieder raus. Ich habe jetzt drinne nicht mehr weiter gefilmt. Ich war ja schon mal hier. Seht ihr ja, wie gesagt, in meinem Video Spuk im Erholungsheim.
was unten auch noch in der Beschreibung verlinkt ist. Und ansonsten das Video von Leon findet ihr natürlich bei ihm auf dem Kanal. Und wir ziehen jetzt weiter zur nächsten Location. So Leute, an der nächsten Location angekommen. Ich habe aus einer Quelle gehört, dass da wohl immer mal wieder jetzt Bilder von auftauchen sollen, vom Inneren. Es sieht aber komplett verrammelt aus. Wir gucken mal, ob wir da irgendwie reinkommen. Ganz kurz die Story ein bisschen anschneiden. Also das hier soll wohl ein Gebäude sein, wo bis zuletzt noch jemand gelebt hat, der seine Frau umgebracht hat. Allerdings nicht hier in dem Gebäude, sondern in diesem Ort in der Kirche. Ich würde auch sagen, ich sehe da schon einen Eingang. Also wenn wir reinkommen, dann seht ihr das Ganze in einem extra Video. Und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Location wieder. Leute, wir sind jetzt hier bei einer Location, die ihr schon kennt aus einem Video. Und zwar, ja, das mit dem Auerhahn-Wandteppich. Ich wollte das Leon nur mal kurz zeigen hier. Alter Taco, was zeigst du uns hier? Mal eben für den Block, ey. Ach du Heilige. Jo Leute, wenn ihr das Video hier zu der Location noch nicht auf meinem Kanal gesehen habt, Pension, glaube ich, mit 70er Jahre Flair hieß es. Ich verlinke es euch nochmal hier oben und unten in der Videobeschreibung. Raus wieder, das Haus, das andere. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Zum Abschluss dieser fantastischen Tour hatte ich noch eine für mich ganz besondere Location auf dem Plan. Hoch oben auf einem Berg, mitten im Wald, verbirgt sich dieses schon lange verlassene Sanatorium, um das sich viele Geschichten und Legenden ranken. So meine Freunde, die Leute, die meine Videos verfolgen, werden diese Location auf jeden Fall kennen. Wir sind jetzt hier an unserer letzten Location für die Tour angekommen. Das musste ich Leon auf jeden Fall noch zeigen. Ja, wir gucken uns das Ganze jetzt hier nochmal in der Dämmerung an. Und falls ihr das ganze Video dazu noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch hier und unten in der Videobeschreibung. Also das hat man ganz klar gehört. Das meine ich. Dass wir jetzt schon Geräusche hören, wisst ihr, werdet jetzt bei anderen Orten ganz in Ruhe erkunden können. Das komplette Video von Leon findet ihr dann natürlich auf seinem Kanal. Und das Video von mir solltet ihr entweder schon gesehen haben oder findet es in der Videobeschreibung, Leute. Ja, der Tag neigt sich dem Ende zu, die Tour neigt sich dem Ende zu. Mega nice war es auf jeden Fall. So Leute, das war's von der Location hier, das war's von der Tour mit Leon und Berghand. Wir müssen auf jeden Fall mal wieder was zusammen starten. Wenn ihr auch der Meinung seid, schreibt es unten in die Kommentare. Ja, zieht euch das Video von Leon zu der Location rein, wenn es online ist. Verlinke ich es euch unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, ciao.